Wir hätten da sein sollen. Das ist mir aber unangenehm. Kannst du mir eine Waffe borgen? Es ist nicht deine Schuld. Letzte Worte. Wie geht's deiner Schwester? Für unser Team. Für Cade. Das geht auf Aldrin Sov. Meine Freunde, meine Barone, ringt Chaos. Wir drei wollen doch alle dasselbe, Spider. Aldrin und seine Barone. Tot. Ich kann es kaum erwarten, zu erfahren, wie das alles endet. Wir sind keine Armee. Wir sind keine Eroberer. Unser Einsatzfeld ist hier, unsere Heimat, unser Volk. Das ist Cade, von dem wir hier reden. Wenn wir nichts tun, dann ist das... Sag es. Feigheit. Ich will keine weiteren Freunde begraben. Das wirst du nicht müssen. Aldrin Sov gehört mir. Ist das also die Abrechnung? Es stimmt. Ich weiß, wo Aldrin und seine Barone sich aufhalten. Du hast keine Ahnung, was er getan hat. Wie schmal der Grat zwischen Licht und Dunkelheit doch ist. Weißt du, auf welcher Seite du stehst? Wir erobern das Riff im Sturm. Wir alle. Jeder Titan. Jeder Warlock. Jeder Jäger. Wenn er denkt, dass dies das Ende war, irrt er sich. Es ist der Anfang. Versprich mir eins. Mach Aldrin fertig. Haben wir einen Deal? Destiny 2 Forsaken. Ab 4. September erhältlich. Mal der Grat zwischen Licht und Dunkelheit doch ist. Weißt du, auf welcher Seite du stehst? We want to make Destiny weird again. We want to bring the hobby back. That's what we've been saying all year. The plan in year two is that there's something new to chase, something new to do, some new experience that's happening every week, every month, year round. If we take everything we learned from Destiny 1, including the expansions like Taken King, take everything we learned from Destiny 2 on top of what we've learned from the fans and the players, put that all together in one package, we think that's what Forsaken's going to be, and we're super excited about it. Patch 2.0 is the release that comes out on 8/28. It's the big update getting ready for the Forsaken expansion. Yeah, giving you a chance to see all the new changes and kind of where we're going with Forsaken. First thing you're going to see is the new director. It looks very different. There's a lot more announcements on the director screen itself, and the director layout will be updated. We've had a lot of ways to get power, a lot of ways to like track your milestones and track your quests, and they didn't fit in the milestone blade anymore, so we've taken a lot of that stuff out, and now a lot of them live as quests in the pursuit bucket. There's weapons changes that we're prepping. So we've increased vault space by 200 slots. Yeah. First thing you're gonna wanna do is dismantle everything that you don't even need. So you're gonna have a lot of room to work with, but random rolls is going to be interesting because you're going to want to keep a couple before you start to realize which one of those random rolls that you really want to keep. Forsaken is the beginning of the Season of the Outlaw, which is Season 4 of Destiny 2. Season 4 is going to have a lot of stuff to do. Yes, yeah, it is a lot.
Well, launch is going to start with the campaign and Gambit being the first front and center things that people are going to jump into. Second week, the raid. We're really focusing on systems that players can engage with besides just power. So we have lore that you can go find out in the world. There's items and bosses you can kill that will tell you a story that you can go read in the game. We have bounties that are like on all the vendors and that like tell a story and are part of that destination loop. Find your way to the Dreaming City. I mean, you can see that the Dreaming City evolves. There's going to be a new triumphs to unlock. For me, the way that triumphs is going to change behavior is just in the chase for titles, for me. There's not very many of them. They're really hard to get. You have to do a lot of triumphs. But when you get to put that over your head and nobody else has it, it feels good to walk around the tower. Yeah. When I see one in the wild, I'm going to be like, that person is a god to me. Yeah, I say god a lot in these things. The start of each one of the seasons, and there'll be four of them a year, is where we're going to reset and refresh events and rituals and holidays that players are going to want to play and that will have rewards available to every player. In that first month, you're going to be able to play a new PvP mode called Breakthrough. And so that'll come out. And so we're really excited to have people play both that and the new Iron Banner with power enabled with the new weapon slot changes and the new sandbox balance tuning. So we think that's going to be pretty exciting. Yeah. We try to ensure with all of the seasonal content that there's exciting short-term chases for someone who just wants to log in and try out a new event or a new experience. And if you really want to grind your face off, there's also rewards that'll be exclusively for the most committed, most skilled Destiny players. The main thing that we want to change with year two of Destiny is that there's never a content drought. There's always something new happening every month, year round. So there's seasonal updates that are free for all players and major content beats as part of the annual pass. The annual pass is a result of our learning and looking over this last year of how people have responded to Osiris and Warmind and the things that they've really resonated. Escalation protocols, and the hidden quests in Warmind, and the Whisper quest, and a lot of the things we're doing in Forsaken that we haven't even talked about, like those types of things are really exciting, and we think are going to excite players more. So the three that are coming, Black Armory, Joker's Wild, Penumbra? And Penumbra. Yeah. What if there was this elite group of crafters who created some of the most notorious weapons in the Destiny universe, and you're going to get exclusive access to this vault that has the greatest weapons ever created in the Golden Age. So with Joker's Wild, there's this really interesting character named the Drifter, and there's all of this backstory, but you'll begin to get a glimpse of that in Forsaken, and Joker's Wild is our chance to go deeper. And what is his greater purpose, and what is inside that crazy rock he's got attached to his ship? So just like we saw with the Whisper of the Worm quest that came out recently, like those kind of secrets that players discover themselves are super exciting. What if we took an entire release, you know, let leak the name Penumbra, but what if everything else was the mystery box the players will uncover collaboratively? It's not since Taken King that I feel like we took a game, we got a lot of things right, we got a bunch of things wrong, and this is our chance to go back and reset the ledger. I mean, there's so many different things that Destiny 2 did that set us up for this, and then Destiny 1 did a bunch of things that we'd walked away from at Destiny 2's launch that we're embracing again, and so Forsaken takes the best of those worlds and puts it into one package, and we do think it's the best version of Destiny. That, and then adds more. Something absolutely. New. I mean, yeah, honestly, it's what the game needs to be. Jo, und somit einfach mal ein herzliches Willkommen. Ich bin Necros, Ex-Necros. Dazu kommen wir gleich ganz schnell. Ich will das hier nur kurz machen hier. Wie finde ich jetzt den Trailer und allgemein das ganze Konzept und so? Und ich muss sagen, ich bin sehr begeistert davon. Und ich bin mal sehr gespannt, wie die das in die Tat umgesetzt haben. Also, was man bisher so gesehen hat, war echt nice gewesen. Also, da kann man echt sich einen drauf fappen, also ihr wisst, was ich meine, also pscht, also ich finde es auf jeden Fall geil, wie die das hingekriegt haben bis jetzt so. Ob die es wirklich in die Tat auch so umgesetzt haben, werden wir ja sehen, ne, mal gucken. Es scheint mir so, als würde Bungie jetzt in die richtige Bahn lenken, in die richtige Richtung, weil es gibt sehr viele gute Sachen und Aspekte, die ich so gesehen habe, und die gefallen mir auch wirklich sehr. Ich nenne mal ein paar Sachen auf. Zum Beispiel das mit dem Titel. Also man kann ja Titel dann kriegen.
wie zum Beispiel Schriftgelehrter oder sowas. Oder Todmeuchler oder was weiß ich, Sensenmann oder Schnitter oder was weiß ich für welche Titel. Das gehört zu einem MMO dazu und das geht schon in die Richtung, so in die Richtung von MMO, finde ich. Und dabei sollten sie auch bleiben, finde ich. Das machen sie gut so. Und die sollen das jetzt nicht nochmal verkacken irgendwie jetzt, weil die jetzt ein gutes DLC raushauen werden wahrscheinlich. Wovon ich ausgehen werde, dass es gut sein wird. Und die danach einfach grottenschlecht wieder sind. Ja. Die sollen so, wie Forsaken jetzt es aussieht und so, was sie gezeigt haben, was gezeigt wurde, so beibehalten. So in die richtige Richtung. Ihr wisst, was ich meine, okay? Ja. Ich habe ein paar Sachen, die ich gerne ansprechen möchte, wie zum Beispiel, wo Prinz Uldren sagte, von wegen Licht und Dunkelheit sind so knapp beieinander, nicht so entfernt, nicht so fern, ne? Und Uldren ist anscheinend auch besessen von der Dunkelheit. Hat man auch gesehen. Ja, habe ich ja ein paar Dinger gezeigt, so Hinweise. Dunkelheit. Guck mal da und so, ihr wisst. Ne? Ja. Weißt du, auf als er das sagte, stehst, kam ich etwas ins Grübeln, Nachdenken. Licht und Dunkelheit. Doch vielleicht wissen es einige noch, Destiny-Anspieler. Es gibt Hüter, die sich vom Turm abgewandt haben, die verstoßen wurden. Ja, es gibt sogenannte besessene dunkle Hüter, ja, die mit der Dunkelheit harmonieren, spielen, die Kraft nutzen. Ja, es gibt einige Hüter, die damals dann verbannt wurden aus dem Turm deswegen. Und anscheinend, wo er es sagte, da sind bei mir echt die Glocken geläutet, so, weißt, es hörte sich so an, als hätten wir die Qual der Wahl zwischen welcher Seite wir uns entscheiden müssen. So, ab jetzt. Wirklich. So. Welche Seite entscheidest du dich? Entweder für Licht oder Dunkelheit. Deswegen habe ich so ein bisschen geteasert, so, ne? Im Clip. So. Entscheide dich für welche Seite. Und ich denke, das wird vielleicht wahrscheinlich auch so kommen. Weil wir haben schon in Destiny 1 sehr viel mit der Dunkelheit, mit Waffen und so, ja, gespielt. Sagen wir es mal so, damit rumgefuchtelt und rumhantiert. Und ich denke, in Destiny 2 wird es schon in die Richtung gehen, dass wir nämlich dunkle, also Subklassen bekommen werden, die mit der Dunkelheit zu tun haben. Dass wir Subklassen mit der dunklen Macht benutzen werden, mit der Finsternis. Nicht mit dem Licht, so wie es sonst eigentlich immer tun. Und ich gehe auch stark davon aus, dass wir irgendwann mal auf besessene, dunkle, verstoßene Hüter aus dem Turm treffen werden, die da dann auch kennenlernen. Und wir haben auch die Wahl dann, zwischen welche Seite wir uns entscheiden müssen. Zwischen Lichtseite oder der dunklen Seite. Ey, wenn die das rausbringen würden, so, ne? Ey, ich würde das so hart feiern und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der das so hart feiern würde. Dann gäbe es zwei verschiedene Fraktionen quasi, die man angehört. Einmal zu der Lichtseite und einmal zu der dunklen Seite. Also wenn es das gäbe, das wäre so geil. Das wäre so geil. Ich würde mich so in die Hose pullern, einscheißen. Ich würde sofort die dunkle Seite nehmen, was sonst, Alter. Ich bin doch nicht Licht hier. Pff, am Arsch. Ich gehe lieber zur dunklen Seite. Was ist los mit euch? Ja, okay, so. Aber auf jeden Fall richtig geil, wie die das einfach gemacht haben mit Uldren. Der war sowieso ein Arschloch gewesen von Anfang an, von damals schon. Und ja, dass er besessen jetzt ist oder wie auch immer von der Dunkelheit eingenommen worden ist, wie auch immer, ich weiß es nicht, keiner weiß es so genau, noch nicht, und das werden wir ja sehen und, ne. Ich werde auf jeden Fall Let's Play machen, Livestream, sobald es hier alles on geht, alles startet und so fort. Pünktlich werde ich es versuchen zu machen, mal gucken, ich weiß genau die Uhrzeit noch gar nicht mal. Mal schauen, ne, mal gucken.
Seid auf jeden Fall dabei, wenn ihr Bock drauf habt. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Könnt mich auch kostenlos abonnieren, weil gibt ein paar Probleme hier auf YouTube, weil die Abo-Box springt irgendwie. Wenn ich irgendwas starte, werdet ihr nicht benachrichtigt. Das ist irgendwie ganz komisch. Auch wenn ich Videos hochlade, werdet ihr nicht so richtig benachrichtigt. Das ist alles sehr merkwürdig auf YouTube, was hier so abgeht. Ich verstehe das selber nicht. Also daher kann es auch dadurch auch sein, dass manche oder sehr viele es einfach nicht mitbekommen, dass irgendwas gerade gestartet ist oder sowas. Oder gekommen ist, ein neues Video, Info oder sowas. Ne? Ja. Was soll ich sagen? Wie gesagt, ich finde es schon mal geil. Wir werden es uns gemeinsam angucken, wie das so ist. Die Story. Es gibt, wenn ich richtig liege, 4 Story-Missionen. Ist ein bisschen wenig, finde ich. Aber hoffentlich sind die dafür gut. Ja. Weil es ein bisschen arg wenig 4 Missionen, Story-Missionen ist. Nee. Also, ist echt wenig. Aber dann müssen die echt gut dafür sein. Ja. Bin mal gespannt, was für Waffen es gibt, welche, was für Rüstung es gibt. Die sahen schon auch mal nicht richtig schlecht aus. Die sahen richtig Porno aus, auf jeden Fall. Ja. Und da gab es noch eine seriöse Waffe, die sah aus wie die Dawn, so ungefähr. Und ich denke, das ist so eine Dawn 2.0, weil die ähnelt der sehr stark und die schießt auch diese Bolzen ab. Für die Destiny 1 Spieler, die es noch wissen, Dawn hat solche Bolzen abgeschossen, so richtig fette, große, als Muni, ne? Und die tut's ja auch. Bin mal gespannt, ob die auch also DOT-Schaden machen, also Damage Overtime-Schaden macht. Kann gut sein. Aber die sind auch geil aus, so einem besessenen Stil. Besessenen, finsteren Dunkelheits-Look, Design, voll geil. Gefällt mir. Und so wie die alles das verändert haben, wie Time to Kill, PvP mäßig und so. Bis jetzt sieht das richtig cool aus, muss ich sagen, sieht richtig geil aus. Und ich werde mir auch die Digital Deluxe Edition holen und ja. Ich werde den Kanal auch ändern, oder habe schon geändert den Namen. Nicht mehr Necros Gaming, sondern Jack Reaper. Ist, finde ich, einfacher Hand zu haben, leichter zu finden auch durch den Namen und das ist der Name von meinem Online-ID, PS4 halt, und ich finde den geil. Und hab gedacht, okay, mach einfach Jack Reaper. Warum nicht? So, ich muss noch ein paar Sachen auf YouTube verändern. Das Thumbnails und sowas, pipapo, muss ich noch arbeiten dran, keine Ahnung. Ich lasse mir ein bisschen Zeit damit, also. Und ich habe ein Projekt vor zu machen. Ich glaube, das Projekt wird aber etwas Zeit in Anspruch nehmen, da werden wir nochmal gucken, ne? Wie gesagt, falls ihr Bock drauf habt, könnt ihr mir echt gerne folgen, kostenloses Abo hinterlassen, schadet ja nicht, ne? Daumen nach oben, falls es euch gefällt, ist kein Zwang. Wäre aber nett und ja, würde sagen, bis zum Let's Play, bis zum nächsten Mal. Peace and out. Der Feind hat Zone B eingenommen.